Hallihallo, herzlich willkommen zu diesem Special-Video. Ich dachte mir, ich könnte einmal einen kleinen Ausflug mit euch machen. Und zwar würde ich euch gerne mal meine privaten Haushalte zeigen, die ich sonst so spiele. Ich hatte vor einer Weile bei Instagram eine Umfrage beziehungsweise in einer Story gepostet, dass ihr mir ein paar Fragen stellen könnt und die werde ich in diesem Video dann auch noch beantworten. Also bleibt auf jeden Fall dran. So, ihr seht ja schon meine Übersicht, was ich so für Haushalte habe. Und ehrlich gesagt muss ich mal gucken, ob ich das nicht in mehrere Videos aufsplitte, weil das wird jetzt ein bisschen viel sonst, weil es sind ja immer ganze Welten eigentlich, die da entstanden sind. Das hier sind meine Let's Play-Familien. Einmal das Uni-LP. Also hier seht ihr Mia mit Aydin. Hier haben wir, ja, Legacy habe ich es genannt, das Legacy Let's Play mit Emilia und so weiter. Und das ist noch King of Queens oder King of Newcrest, das King of Queens Let's Play von mir. Hier haben wir noch immer noch die RR-Challenge, die ja nie, ja, die einfach aufgehört hat irgendwann. Und ich wollte eigentlich noch mit ihr hier, mit Valentina noch weiterspielen. Das habe ich dann aber auch aus den Augen verloren. Hier habe ich eine Rags to Riches Challenge für mich privat angefangen. Das ist also ein privates Spiel. Hier habe ich eine Disney Legacy privat angefangen. Und ich werde euch jetzt aber erstmal zeigen, in welcher Welt ich am meisten gespielt habe, weil die beiden hier sind relativ neu. Die hier ist die neueste Welt oder ja, mein neuestes Spiel. Und das hier ist mein ältestes. Da habe ich jetzt auch schon. Da bin ich in der zweiten Generation. Hab aber auch. Also, das spiele ich wirklich über Jahre hinweg, immer mal wieder. Und habe auch mehrere Haushalte da angefangen. Und ihr kennt das bestimmt. Man fängt immer wieder ein neues Spiel an, spielt das ein bisschen. Und dann. Also, die meisten Spielstände verfolgt man ja irgendwie nicht weiter. Ja, auf jeden Fall gehen wir da mal rein und dann zeige ich euch mal, was euch hier erwartet in der Welt. So, hier sehen wir jetzt erstmal Windenburg. Eigentlich auch nicht wirklich umgebaut. Hier ist sogar Marys Haus, weil das hatte ich mal platziert in dieser Welt, um ja, das Bad zu gestalten, was ich dann für das Let's Play von Minimi Sims Paradies ja, gebaut habe. Das hier ist wirklich über Jahre entstanden und ich hatte angefangen, eigentlich mich selbst zu spielen. Ich hatte mich erstellt und meinen Freund und ja, wir haben dann eine Familie gegründet, die sind ausgezogen, die haben wieder Familien gegründet und ja, mein Safe-Sim und mein Freund sind quasi hier schon verstorben in dieser Welt und die Familien, die halt daraus entstanden sind, die habe ich immer mal wieder gespielt. Hier zum Beispiel, das ist. Ja, die werde ich euch dann mal kurz vorstellen. Die sind ja auch gerade neu eingezogen. Das Haus ist noch gar nicht fertig. Übrigens bin ich auf dieses Haus mal echt stolz. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Guckt mal, es sieht nicht so gewöhnlich aus wie meine anderen Häuser. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat und wieso ich mal geschafft habe, ein etwas, also in meinen Augen, hübscheres Haus zu bauen. Aber die haben auch ordentlich Geld. Die haben nämlich eine Bäckerei. Und wie ihr seht, ist der Garten noch nicht fertig und es ist auch noch nicht fertig eingerichtet. Ich musste diese ganze Familie umbenennen, weil ich hatte tatsächlich echte Namen verwendet, also meinen echten Nachnamen und so. Deswegen, ich habe aber alle umbenannt. Jetzt heißen sie Putt von Lilliput. Und ja, ich denke, es ist zu viel, jetzt alle Charaktere einzeln vorzustellen. Ich will euch jetzt einfach nur so ein bisschen den Stammbaum und so ein bisschen die Geschichte vorstellen. Also gucken wir hier mal rein. Hier seht ihr, ich hoffe, da kommt jetzt nicht mein Name, da muss ich das wegschneiden. Ah, leider erscheint hier mein echter Name. Aber ihr seht hier mich und mein Freund. Und aus uns ist die Mila entstanden, die Marie, also zuerst die beiden hier, die Anna und die Mila sind Zwillinge. Es kamen auf jeden Fall Zwillinge. Und
Ich war, glaube ich, Schauspielerin. Das passt jetzt gar nicht zu mir, aber damals wollte ich diese Karriere so ein bisschen spielen. Das ist echt schon lange her. Genau, die haben also Zwillinge bekommen. Und dann noch eine Nachzüglerin, die Marie. Die ist mittlerweile, lebt die auf Sulani und ist Meerjungfrau. Die Zwillinge, die haben halt auch Familie gegründet. Wir sind ja jetzt hier bei der Anna. Die Anna hat den Leon, also das war einer aus dem Spiel, Fuyuta oder so hieß der. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt umbenannt habe. Und die sind halt so ein Traumpärchen, die haben sich früh kennengelernt, sind immer zusammengeblieben, lieben sich ganz doll, haben geheiratet und wollten viele Kinder haben und so weiter. Haben dann auch drei Kinder bekommen. Die beiden hier sind auch Zwillinge. Also irgendwie kriege ich hier ganz schön viele Zwillinge. Der Alex und der Ruben. Und mit den beiden habe ich übrigens, als das Star Wars Pack rauskam, angefangen, das zu spielen. Die haben auch entsprechende Lebenswünsche und so, weil ich das ein bisschen mit denen erforschen wollte. Und die Kim gibt es dann noch. Die ist schon ausgezogen, genau. Und die hat auch schon ein Kind, die hat auch einen Freund, die wohnt in Sanmai-Shuno, hat dann studiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das Studium beendet habe. Soweit, das ist echt schon lange her. Auf jeden Fall hat die mit dem Cameron, den kennt ihr auch. Das ist auch einer aus dem Spiel. Achso, ich kann da draufklicken, dann sehen wir den. Nee, sehen wir nicht. Nee, auf sie muss ich draufklicken. Hier, den kennt man ja, den Cameron Fletcher. Also die sind zusammen, die haben sich, glaube ich, auf der Uni kennengelernt und haben dann die Zoe bekommen. Also voll süß. So ein dunkelhäutiges Kind habe ich jetzt hier in der Familie. Ihr könnt mir ja mal dazu sagen, ob ihr überhaupt diese anderen Welten, die ich euch am Anfang gezeigt habe, überhaupt sehen wollt, weil das hier ist halt wirklich so mein, ja, das Wichtigste, was ich wirklich am längsten verfolgt habe. Wie gesagt, was ich schon seit Jahren immer mal wieder, also teilweise habe ich wirklich ein halbes Jahr Pause bei diesem Spielstand und dann spiele ich mal wieder ein bisschen, also. Ja, gut, so sieht es auf jeden Fall aus. Wir sind jetzt hier bei der Anna in dem Haushalt. Ach, er hat noch eine Schwester, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Und einen Bruder, der schon verstorben ist. Bei der Anna, genau. Anna ist einfach familienbewusst. Meine Sims sind oft musikalisch. Hier sind die Kinder, die sind halt schon Teenager. Und wie gesagt, die dritte, wie hieß die nochmal? Kim, die ist schon ausgezogen. Genau. Und die sind jetzt auch schon sehr vorangeschritten. Also sie wird bald zur Seniorin, die Anna. Und er müsste mal zu den Pfadfindern oder so. Die haben auf jeden Fall hier auch ihre Gruppen. Ja, die haben auch Katzen und die hatten auch mal Kitten bekommen und die habe ich dann auch irgendwelchen Sims gegeben aus der Familie. Oh, und der Ruben wurde befördert. Sehr schön. Ach, der ist in der Theater-AG, genau. Er ist so in der Theater-AG. Und der Alex, der ist so ein bisschen der sportliche, selbstbewusste. Wieso bist du jetzt nicht gegangen? Wer weiß. Der sportliche, selbstbewusste und auch so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, der geht so ein bisschen in die kriminelle Schiene. Der hat hier auch galaktische, also der hat musste hier schon, ja, weiß nicht, mit den Schurken zusammen irgendwas machen und so. Ja, da fehlt noch einiges. Da muss ich auf jeden Fall mal wieder hinreisen. Nach Batuu hieß das, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ist alles lange her. Genau, ich könnte euch jetzt noch mal die Bäckerei von dieser Familie zeigen und dann würde ich schon zur nächsten springen, weil ich nicht weiß, was ich hier groß noch erzählen soll. Schön, dass sie hier alle Essen kochen. Ja, die haben es schon nicht schlecht. Vor allem, ich habe mir auch hier nichts ercheatet. Das Geld, was ich hier habe, ist alles erarbeitet. Durch die Schauspielkarriere kam halt ordentlich was rein und die Kinder hatten dann gut Geld. Okay, dann reisen wir mal in die Bäckerei. Oh je, hier ist auf jeden Fall gutes Wetter.
Der Mann hier, der Lian, der ist Autor oder sowas. Genau, Schriftsteller. Der hat halt auch dieses Bestreben, ja, genau. Habe ich fast abgeschlossen. Und deswegen hat er hier noch unter der Bäckerei einen Computer und das hier war für die Kinder, als sie noch kleiner waren. Da konnten die dann spielen, während die Eltern hier oben gearbeitet haben. Leider habe ich es nicht hinbekommen, irgendwie hier ein Dach drüber oder ich weiß auch nicht. Das ist jetzt halt offen und ich hatte keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Egal. Die Bäckerei habe ich aus der Galerie auch runtergeladen und ja, die Anna, die kann, glaube ich, ziemlich gut kochen. Das hier übrigens, also wer Supermutter schafft, da habe ich Respekt vor, weil ich schaffe das nicht. Also Eltern mit Leib- und Seele-Modus erreichen. Ich habe, naja, mal gucken. Ich denke nicht, dass sie das noch in ihrem Leben schaffen wird. Die Merkmale wollte ich mal angucken. Genau, sie hat Backen 4 und Kochen hat sie maximiert. Ja, und sie bäckt hier immer schöne Kuchen und so. Und dann, was, wie spät haben wir es? Viel zu spät eigentlich, um hier den Laden zu öffnen. Aber ich kann es ja mal kurz machen, so zur Demonstration. Dann kommen hier gleich ein paar Sims und kaufen abends noch Kuchen oder so. Ja, sie füllt jetzt hier gerade den Apfelkuchen auf. Und und jetzt kann man halt, wie ging das? Hier Handel, kann man Fragen beantworten und die Sims nach Preisvorstellungen fragen und so weiter. Und wenn diese blauen Dinger hier über den Köpfen voll sind, dann kann man was, also dann kaufen die was und dann muss man die Kunden abkassieren. Wen hatte ich denn gerade angesprochen? Dich, ne? Weil das geht dann halt auch schneller. Also die entscheiden sich dann schneller, wenn man hier mit denen spricht. Und genau. Was ich halt gut finde, man kann halt währenddessen, also während man den Laden hier geöffnet hat, kann man halt auch backen und so. Und ja, dann verliert man da keine Zeit. Manchmal habe ich halt schon vor der Arbeit sozusagen die Kuchen gebacken. Und es lohnt sich mehr, die mal neu zu backen, als aufzufüllen, weil das Auffüllen ist halt echt teuer. Hier seht ihr das, 216 Simoleons für irgendeinen Kuchen. Ich weiß nicht, was da für einer stand. Das ist echt Wahnsinn. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich fand es total spannend, das zu erkunden. Ja, einer hat jetzt sich entschieden, der Alien. Der möchte jetzt was kaufen, dann kann ich ihn abkassieren und dann gibt es halt ein paar Simoleons. Eigentlich auch nicht wenig, aber dadurch, dass das Warenauffüllen so teuer ist, lohnt sich das dann immer nicht. Da müsste man eigentlich die ganze Zeit neu backen. Jetzt geht er hier rum und schnappt sich die Ware. Er hat 270 für einen Apfelkuchen ausgegeben, also ordentlich, ne? Aber wenn ich den jetzt wieder auffüllen möchte, kostet es 216. Also man macht nicht so viel Gewinn. Ich hatte auch mal Angestellte und dann ist es noch schlimmer. Also lieber macht man dann hier alles selber. Gut, aber ich denke mal, dass ich dann lieber zur nächsten Familie switche, weil sonst wird das etwas langwierig. Ihre Zwillingsschwester wohnt in Sanmaishuno. Hier, genau. Und die ist auch, also die habe ich am allermeisten gespielt. Die mag ich auch am allermeisten, weil, keine Ahnung, man hat ja immer so seine Lieblings-Sims und sie ist auch so die Tierliebhaberin. Das ist ja auch immer so mein Ding. Also meine Sims sind oft musikalisch und Tierliebhaber. Und ja, sie hat dann sich entschieden, eine Tierarztpraxis aufzumachen. Ist ja schön. Die Hunde hat sie aufgenommen, adoptiert. Das war ein Streuner. Die Bini ist krank. Und sie konnte sich noch nicht festlegen. Also ich muss euch sie jetzt mal vorstellen. Das ist Mila. Mila Putt, die Zwillingsschwester von Anna. Und sie hat sich nie richtig festgelegt, was die Männer angeht.
Ich würde sie schon fast als bindungsphobisch oder so beschreiben. Sie kann sich einfach nicht binden oder findet einfach nicht den richtigen. Und jetzt muss ich mal gucken, das ist auch wieder ewig her, dass ich bei ihr war. Von wem die Kinder sind. Also erst hat sie den Yannick bekommen. Ach ja, hier von Ukupa Nipo. Das ist ja auch der kommt aus Solani, das ist vom Spiel. Und ist sie vom gleichen? Nein, sie ist nämlich die Charlotte ist von einem anderen. Saira Gehaven. Naja, da weiß ich nicht, ob ich den nicht aus der Galerie habe oder so. Keine Ahnung, wo der her ist. Auf jeden Fall haben die zwei verschiedene Väter. Sie ist auch, glaube ich, mit keinem zusammen. So wirklich. Liebespärchen, Liebespärchen. Ich glaube, so richtig zusammen ist sie mit denen nicht. Ja, und genau, die Charlotte. Sie wohnt hier in San Myshuno, hat da hier ein Apartment. Sie ist, was hat sie für Fähigkeiten? Oh, Tanzen maximiert, Tierarzt maximiert. Ist denn Klavier? Hat sie auf Level 6 auch schon gut? Und ja, die habe ich wie gesagt am meisten gespielt, allerdings auch am längsten nicht mehr gespielt. Deswegen bin ich da auch sehr ziemlich raus. Also ich glaube, bestimmt ein Jahr oder so habe ich die nicht mehr gespielt. Ja, mindestens ein Jahr habe ich sie nicht mehr gespielt, weil vor knapp einem Jahr habe ich auch mit YouTube angefangen und so lange war ich definitiv nicht mehr bei ihr. Hier hat der Yannick sein Zimmer. Für die Charlotte gibt es noch gar keins. Sie ist mir einfach gealtert, ohne dass ich hier war. Die habe ich dann nur umgestylt schon mal. Ja, gut. Und da wäre jetzt vielleicht die Tierarztpraxis interessant. Da würde ich dann mal mit euch hinreisen. Das geht auch hier. Oh, die ist auch schon, hat schon 3,5 Sterne, die Tierarztpraxis. Und sie hat jetzt auch. Sie ist jetzt nicht reich, aber jo, hat eigentlich auch ganz gut Geld. Kommt ganz gut über die Runden. Ja, das ist die Praxis. Die habe ich selbst gebaut. Oder? Habe ich die selbst gebaut? Doch, ich meine, ich hätte die selbst gebaut. Ja. Und was soll man sagen? Es ist halt eine Praxis. Hier sind die Toiletten, hier sind Behandlungszimmer. Hier ist ein großes. Sieht da fast so aus wie die Praxis, die ich jetzt für die Weißhaupts gebaut habe, ne? So ähnlich. Und doch ein bisschen anders. Aber hier die Aufteilung, die kommt mir gerade sehr bekannt vor. Ja, da merkt ihr mal, dass ich irgendwie immer nicht viel Abwechslung reinbringen kann. Tja, die läuft auch ganz gut. Aber wie gesagt, da war ich ewig nicht mehr. Und vor allem dadurch, dass ich jetzt das mit den Weißhaupts auch spielen möchte, denke ich, werde ich hier. Wieso erwirbt die so viele Fähigkeiten, wenn wir weg sind? Das ist ja Wahnsinn. Ja, spiele ich hier dann natürlich auch nicht. Also, wie gesagt, durch die Let's Plays komme ich ja kaum noch zum Privatspielen. Ab und zu nur noch. Ja, genau. So, und das dritte Kind von meinem ursprünglichen Self-Sim, der existiert übrigens nicht mehr, dieser Self-Sim, den ich damals erstellt habe, weil ich aus Versehen mal meine ganze Bibliothek gelöscht habe. Und ich habe den, ja, ich krieg den ja nicht wieder. Der Sim ist ja schon verstorben. Das dritte Kind ist hier auf Solani untergekommen. Und ich habe ihren Namen schon gerade wieder vergessen. Marie. Marie ist eine Meerjungfrau und die habe ich am wenigsten gespielt, muss ich sagen. Die, ja, kann man fast sagen, nur angespielt oder so. Also was heißt angespielt? Sie war ja auch mit im Haushalt, aber seit sie ausgezogen ist, habe ich die dann wenig gespielt. Oh, sie ist gerade im Schwimmbad. Sie ist auf jeden Fall eine Meerjungfrau. Das werden wir jetzt sehen, wenn sie ins Wasser springt. Und lebt auf Sulani, ist auch musikalisch. Also sie ist aber, kann gut singen oder so, ne? Sie hat, glaube ich, sie kann jetzt nicht Klavier spielen oder so. Doch ein bisschen. Aber ihr Fokus lag auf. Wo ist es denn? Wo sehe ich denn? Nee, singen scheinbar doch nicht. Doch. Hier, Level 7 schon beim Singen. Also sie kann richtig gut singen.
Ich wollte dann auch mit denen so eine Band irgendwie aufmachen, aber das geht leider nicht so wie in Sims 3. Und jo, also wie verdient sie denn ihr Geld? Das weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, Jingle-Jammerin. Okay, also sie ist in der Musikkarriere ganz normal. Und man könnte sie ja mal, wer bist du denn? Leo Förster. Ich lasse sie mal singen für Geld, dann könnt ihr mal gleich hören, wie sie so singen kann. Aber vielleicht zieht sie sich vorher noch mal um. Theater, Drama, die Reise eines Helden. Mal gucken. Also der hört ihr auf jeden Fall, der klebt ihr an den Lippen sozusagen. Der hört ihr gut zu. Sehr schön. Was kannst du noch? Singen, Theater, Drama, Pfannkuchentragödie. Das möchte ich auch noch hören. Ich habe bei diesen Sims auch nie die Haarfarben verändert oder Augenfarben oder irgendwas an der Figur getan. Also im Cast habe ich immer alles so gelassen. Mache ich immer so. Ja, ich würde sagen, also ihr habt ja gesehen, es gibt noch so viel vorzustellen, aber ich denke, das reicht. Falls da Interesse bestehen sollte, kann ich euch ja noch mehr von meinen privaten Sims zeigen. Aber ich denke, ja, für heute reicht's. Und dann werde ich euch gleich noch ein paar Fragen beantworten und ein bisschen was über mich erzählen. Viel Spaß! Kommen wir zu den Fragen. Ich fange einfach oben an. Und zwar hat Steven Sunday 75 geschrieben: Wie und wo hast du deinen Partner kennengelernt und wie lange seid ihr schon zusammen? Wir haben uns in der Realschule kennengelernt, in der Oberschule. Ich weiß, also wir waren beide 15 und ja, sind dann zusammengekommen, sind auch seitdem zusammen. Damit beantworte ich mal gleich die zweite Frage. Wie alt bist du? Also wir sind 34. Im März werde ich 35 und ja, wir sind demnach schon fast 20 Jahre zusammen. Mittlerweile sind wir auch mal verlobt und ja. Was ist dein Lieblingsgericht? Hat Simpact gefragt, beziehungsweise bei Instagram heißt sie xSimpact. Mein Lieblingsgericht sind Hamburger. Ich esse die so wahnsinnig gerne und gerne auch vegetarische Hamburger. Letztens habe ich einen gegessen mit einem Erbsen-Patty. Und der war auch sehr, sehr lecker. Ja, Hamburger, Sandwiches, alles so eine Art, esse ich einfach wow. Und Nudeln, ganz klassisch Spaghetti mit Tomatensauce. Das könnte es bei mir jeden zweiten Tag geben. Anna Sims Let's Plays hat gefragt, was mein Lieblingsbuch ist. Und da muss ich sagen, ich lese auch immer mal wieder und auch, ja, gerne so, aber ich bin jetzt nicht so die wahnsinnig große Leseratte. Aber mein Lieblingsbuch, ich würde sagen, das, was mich wirklich auch lange gefesselt hat, war die Tribute von Panem. Aber wie gesagt, ich bin nicht so die Leseratte und habe da jetzt auch nicht so viele Vergleiche. Ich habe nicht so viele Bücher gelesen. Und vor allem lese ich oft auch sehr, also auch so, ja, Liebesromane und so irgendwas Flaches, wo ich gut bei abschalten kann. Lieblingsserie ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es gibt einfach viele, die ich gut finde. Zum Beispiel, also Sitcoms, natürlich King of Queens, ne? How I Met Your Mother, Big Bang Theory habe ich auch gerne geguckt.
Ansonsten auch Game of Thrones, absolut. Oder Stranger Things hat mich auch extrem gefesselt. Da konnte ich gar nicht aufhören zu gucken. Die Serie fand ich auch einfach richtig gut. So, Anna hatte auch gefragt, seit wann spielst du schon Sims? Spielst du auch andere Games? Ich spiele Sims seit Sims 3. Ich habe Sims 1 kennengelernt bei meiner besten Freundin damals. Ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren. Auf jeden Fall gingen wir noch in die Schule und keine Ahnung. Und sie hatte auch keinen eigenen PC. Sie hat an dem PC von ihrem Vater gespielt. Und da habe ich ihr ab und zu mal über die Schulter geguckt, mehr aber auch nicht. Also selbst konnte ich gar nicht spielen, aber da hat mich das schon total interessiert, dieses Spiel. Sims 2 hatte meine Cousine dann. Und da hatte ich ja auch mal über die Schulter geguckt und durfte auch mal selber spielen. Aber also, das war wirklich nur angespielt und oh, ich fand das einfach immer so geil. Und ich habe immer gehofft, irgendwann das spielen zu können. Ja, und Sims 3, da konnte ich mir dann einen eigenen PC leisten und so. Und Sims 3, da bin ich eingestiegen, als einfach tierisch rauskam. Ich weiß noch, dass ich unbedingt gleich diese Erweiterung haben wollte. Also gleich mit zu dem Spiel haben wollte. Und da ging dann wirklich die Sucht los. Da habe ich ausgiebig gespielt. Sims 3 habe ich wirklich ausgiebig gespielt. Habe mir, glaube ich, jede Erweiterung geholt am Ende. Und gleichzeitig fing es auch damit an, dass ich Let's Plays geguckt habe. Ich habe mit Terrafiend angefangen. Da hatte ich auch die Idee mit Sims 3 einfach tierisch. Also genau da habe ich damit angefangen. Sie hatte da damals ein Let's Play rausgebracht. Und ja, seitdem habe ich auch immer Let's Plays geguckt, selber gespielt und habe immer die Lust gehabt, auch meine Spielerlebnisse auch zu teilen. Also irgendwie fand ich das immer zu langweilig, einfach nur für mich selbst zu spielen. Also nicht langweilig in dem Sinne, es macht ja auch Spaß, aber mir hat das irgendwie immer nicht so ganz gereicht. Und das war wirklich schon sehr lange ein Wunsch eigentlich, ja, auch Let's Plays zu machen. Aber ich dachte mal, nee, ich weiß nicht, ich habe es mir nicht zugetraut einfach. Und ich, ja, keine Ahnung, irgendwie, also ich habe diesen Gedanken nie ganz zugelassen so. Bis mein Bruder dann mal meinte, als ich ihm das so erzählt habe, meinte er, ja, warum machst du es nicht einfach? Mach das doch einfach. Keine Ahnung. Und erst da kam ich drauf, ja, klar, ja, ich kann es einfach machen. Und dann habe ich es ausprobiert, habe angefangen und ja, war eine super geile Entscheidung, muss ich sagen. Ich bin voll zufrieden. Also das Spielen macht wirklich viel mehr Spaß, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und vor allem seitdem habe ich so coole Leute kennengelernt und habe erstmal gesehen, was für eine riesen Community dahinter steckt. Das habe ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen. Ich kannte nur die großen YouTuber wie Tyrafin und Nina und Simfans.de hier, Daniel und ja, nochmal zwei, drei. Aber das war's, ne? Ich kannte keine anderen. Und ja, also dass es so viele gibt, die auch ihre Spielerlebnisse teilen wollen. Und jetzt auch auf Instagram. Instagram hatte ich vorher auch nicht. Da gibt es ja auch so viele, die ihre Fotos teilen und ihre Geschichten und boah, also wen man da alles so kennenlernt und tja, wie, dass man sich da so austauschen kann, auch mit diesen ganzen Bauten und so von den anderen. Ach, Wahnsinn. Also es macht unglaublich viel Spaß und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und damit habe ich, glaube ich, auch die Frage von Einfach Agi beantwortet. Wie bist du dazu gekommen, auf YouTube Sims-Videos zu machen? Also ich kann die Frage leider nicht ganz lesen, weil da unten ist die abgeschnitten. Ich hoffe, da war jetzt nichts noch in der Frage drin, was ich jetzt nicht sehen konnte. Ja, damit ist ja die Frage beantwortet und ja, ich bin einfach super dankbar auch, dass ich Teil dieser coolen Community sein kann, dass ich auch ein paar Leute enger kennengelernt habe. Und ja, ich hoffe, dass wir noch viele Jahre zusammen Spaß haben werden und dass das noch lange so weitergeht. Und damit schließe ich dieses Video, bedanke mich bei euch für alles. Für eure Unterstützung und dass ihr so lange geguckt habt, dass ihr ja einfach da seid. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Ciao.